Herzlich willkommen zu den MaxTube News im Juli 2014. Satellitenbau war der Name eines Kurses in der Fachoberschule. Entsprechend hoch hinaus ging es. Mehr dazu im Beitrag vom Kollegen Hanisch. Der Auftrag war klar. Baut einen Satelliten mit verschiedenen Messinstrumenten, der in eine Cola-Dose passt. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die Schüler lernen, Mikrocontroller zu programmieren und Schaltungen zu lösen. Außerdem musste ein Gehäuse gebaut und eine sanfte Landemethode entwickelt werden. Beim Abwurf vom Quadcopter zeigte sich dann, ob die unterschiedlichen Entwürfe funktionierten. Zum Abschluss ließen die Schüler einen Wetterballon steigen, der eine selbstgebaute Sonde mit GPS-Empfänger, Minicomputer und Kamera transportierte. Der Ballon erreichte eine Höhe von über 21 Kilometern und wurde von den stolzen Schülern in der Nähe von Kassel geborgen. Unsere Schule beteiligt sich am Netzwerk BBS Future 2.0. Gemeinsam mit über 90 deutschen Berufsschulen sollen so ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Schule gefördert werden. Das Projekt wird von der Bundesstiftung Umwelt gefördert und wurde von der UNESCO ausgezeichnet. Der Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik wählte die Max-Eid-Schule für eine bundesweite Fachtagung zur Neuordnung des Ausbildungsberufs zum Karosserie- und Fahrzeugmechaniker. Lehrkräfte, Ausbilder und Kammervertreter aus ganz Deutschland trafen sich hierzu in Alsfeld. Auf der IAA Nutzfahrzeuge wird sich die Max-Eid-Schule im September auf dem Stand des Zentralverbands mit einer 3,5 Tonnen Sattelmulde präsentieren. Deutlich leichter, aber auch schneller und umweltfreundlich. Die Klasse 12 der Fachoberschule Technik hat ein Elektro-Go-Kart gebaut. Nach dem erfolgreichen Bau eines Segways in der Klasse 11 wollten die Schüler der Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule Technik diesmal ein schnelleres Gefährt bauen. Natürlich sollte es wieder strombetrieben sein, da die Förderung regenerativer Energien ein Schlüsselthema an der Max-Eid-Schule ist. Antrieb, Steuerung und Mechanik, die Schüler entwickelten und bauten das Go-Kart in Eigenregie. Entsprechend stolz waren sie bei der Vorstellung und den ersten Testrunden. Auf der gemeinsamen Abschlussfeier der Klasse soll nun der bisherige Rekord von 48,6 Stundenkilometern überboten werden. 31 Schüler aus verschiedenen Schulformen haben sich mit Unterstützung der Europäischen Akademie Otzenhausen auf ihre anstehenden Auslandspraktika vorbereitet. In einem ganztägigen Workshop beschäftigten sich die Schüler mit verschiedenen kulturellen Gepflogenheiten in Alltag und Berufsleben. Die Schüler absolvieren ihre 3- bis 4-wöchigen Praktika in England, Finnland und der Türkei. Neben den Auslandspraktika sind für die Schüler der Max-Eid-Schule Studienfahrten eine gute Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln. In den letzten Wochen waren die Fachoberschule Informationstechnik und die Fachoberschule Technik unterwegs. Hierzu noch einmal Kollege Hanisch. Eine besondere Ehre wurde den Lehrern und Schülern der Fachoberschule Technik zuteil. Sie durften sich in das goldene Buch unserer langjährigen Partnerstadt Spiska Nova Ves eintragen. Das slowakische Fernsehen berichtete in einem Beitrag über das Projekttreffen mit den Schülern der Technikerschule in Spiska Nova Ves. Die Fachoberschule Informationstechnik besuchte in Paderborn das Heinz-Nixdorf-Forum. Im größten Computermuseum der Welt informierten sie sich über Computergeschichte und aktuelle Entwicklungen. In Workshops arbeiteten sie an verschiedenen Aufgabenstellungen der Informationsübermittlung. Die Klasse 10 der Berufsschule für sozialpädagogische und sozialpflegerische Berufe hat beim Schülerwettbewerb Echt Cool des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft den 4. Preis gewonnen. Gemeinsam mit den Lehrerinnen Frau von Zeppelin und Frau Lothran bauten sie ein Insektenhotel, bereiteten Rezepte mit Honig zu und gaben ihr Wissen über die Bedeutung von Bienen an die Kinder des Kindergartens am Rodenberg weiter. 119 Schüler haben in diesem Jahr erfolgreich die Fachoberschule absolviert. Nach den Prüfungen entspannten sich die Schüler beim traditionellen Fußballturnier.
Bei bestem Wetter brachten sie die Lehrer ordentlich ins Schwitzen. Beim Abschlussball in der Stadthalle fassten sich Abteilungsleiter Harald Nagang und Schulleiterin Claudia Galetzka in ihren Reden kurz. Das Viertelfinale der deutschen Mannschaft stand auf dem Programm, bevor die SOK-Kurse in festlicher Atmosphäre ihre Ergebnisse präsentierten und die Schüler ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Fliege, grüß mir die Sterne. Es ist Juli, die Sommerferien stehen vor der Tür. Kollege Harnisch, was macht der Grillindex? Oh, Kollege Schäfer, hallo. Strahlender Sonnenschein, 27 Grad. Perfektes Grillwetter. Leider hat uns irgendjemand an der Max-Eid-Schule den Grill geklaut. Aber für einen Max-Eidler gibt es keine Probleme. Für uns gibt es nur Lösungen. Und damit wünschen wir allen wunderschöne Sommerferien und freuen uns auf das nächste Jahr mit euch.